Schön, dass ihr den Weg zu mir gefunden habt. Heute habe ich wirklich eine Sensation für euch parat. Die T-Symbols The Dirt Serie. Und was es damit auf sich hat, schauen wir uns jetzt an. Ich habe hier ein Set zusammengestellt mit einer 16 Zoll großen Hi-Hat, einem 18 Zoll großen Crash, einem 19 Zoll großen Crash und einem 20 Zoll großen Crash. Und jetzt schauen wir uns mal das Becken im Detail an. Dafür nehme ich jetzt mal das 18 Zoll Crash aus der Dirt-Serie. Die Becken werden in der T-Symbols-Schmiede in Istanbul handgefertigt. Somit ist jedes Becken ein Unikat. Wir haben hier eine klassische B20-Legierung. Das heißt, wir haben ein Mischverhältnis zwischen 80% Kupfer und 20% Zinn. Die Besonderheit, wie ihr es wahrscheinlich auch schon im Video gesehen habt, ist zum einen die wellige Form der Becken. Und die Becken sind auch nicht ganz rund, haben eine ovale Form. Dadurch haben sie ein alternatives Schwingungsverhalten und ein sehr komplexes Frequenzspektrum. Die extrem tiefen und definierten Hammerschläge verleihen dem Becken einen wirklich trashigen Sound. Die Oberfläche ist soweit unbehandelt. Wir schauen uns jetzt mal die Unterseite an. Die Unterseite ist größtenteils abgedreht, außer in der Kuppe und am Rand. Und auch das sorgt für ein besonderes Frequenzspektrum. Die Dirt FX-Serie ist eigentlich konzipiert, um euer vorhandenes Becken-Setup zu erweitern. Allerdings habt ihr natürlich auch durch die unrunde und wellige Form die Option, eure vorhandenen Becken mit den FX-Becken zu stacken. Und jetzt möchte ich nochmal auf die Becken im Einzelnen angehen. Es werden zwei Hi-Hats angeboten. Ich habe mich hier für die 16er entschieden und die können wir uns jetzt mal im Einzelnen anhören. Weiter mache ich mit dem 18 Zoll Dirt FX Crash. Ein wirklich kurzes Sustain, eine unglaublich schnelle Ansprache, sehr erdig und vor allen Dingen sehr trashig vom Sound. Weiter mache ich bei dem 19 Zoll Becken. Und jetzt mit dem 20 Zoll FX Crash. Viele Drummer sind immer auf der Suche, ihr Cymbal-Setup zu erweitern und das mit Effektbecken. Aber ich finde, die The Dirt FX-Serie ist nicht einfach nur ein weiteres Effektbecken. Es ist viel, viel mehr. Wir haben eine wirklich sehr, sehr abgefahrene Kuppe, einen sehr trockenen und definierten Stick-Sound auf dem Becken selber und die Becken lassen sich hervorragend uncrashen und haben ein sehr, sehr schön kurzes, trashiges Sustain.
Ich würde vorschlagen, ihr kommt mich in Köln im Shop besuchen und macht euch selbst mal ein Bild. Oder ihr besucht uns online auf musicstore.de. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit und sag ciao, bis zum nächsten Mal. Macht's gut.